meine Damen und Herren, ich beginne jetzt mit dem nach meiner Einschätzung wichtigsten und abstraktesten Teil der Vorlesung, nämlich mit der Einführung eines differenztheoretischen, differenzialistischen Ansatzes. Wir hatten ja bereits bei der Behandlung der Theorie offener Systeme gesehen, dass die Umwelt stärker als zuvor in den Blick kommt. Nicht einfach nur mit dem Wissen, dass sie auch vorhanden ist, sondern das offene System selbst beruht selbst auf Beziehungen zwischen System und Umwelt. Und diese Beziehungen sind nicht statisch, sondern zugleich dynamisch, zugleich Kanäle der Leitung von Kausalität, wenn man so sagen darf. Und schon da war ja klar, dass ohne Umwelt gar kein System existieren kann. Es würde in die Entropie laufen, beziehungsweise von vornherein gar nicht zustande kommen, weil es immer gleich wieder zerfällt in einen differenzlosen Gleichgewichtszustand. Und Parsons hatte bereits von Boundary Maintenance gesprochen und damit die Frage verschoben von der Definition eines Systems durch ein Wesen, durch Essentials, durch unabdingbare Strukturen in die Frage, wie eigentlich die Differenz zwischen System und Umwelt erhalten bleiben könnte, unter Umständen mit einem Auswechseln von Strukturen, wo dann für die Identität eines Systems eigentlich nur noch Kontinuität, aber nicht Mindestelemente, wesentliche Elemente auf der strukturellen Ebene erforderlich sind. Und das war insbesondere deshalb wichtig, weil man beim Übergang von biologischen Modellen zu gesellschaftstheoretischen Fragen ja nicht mehr mit dem Tod rechnen kann und man Kontinuität in der Entwicklung extrem verschiedener Gesellschaften voraussetzen muss. Also strukturelle Entwicklungen über das hinaus, was es einem ermöglichte, verschiedene Gesellschaften, historische verschiedene Gesellschaften einfach typisierend zu kennzeichnen. Und das heißt auch, dass schon hier eigentlich der Vorwurf des Konservativismus, wenn er dann auf die Strukturebene zielt, sinnlos geworden war. Was kann jetzt noch hinzukommen? Was ändert sich gegenüber diesem Stand der Situation, die man so in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre erreicht hatte? Was hinzukommt, ist meines Erachtens einfach die Möglichkeit einer radikaleren Formulierung, nämlich die Möglichkeit zu sagen, ein System ist die Differenz zwischen System und Umwelt. Und Sie werden sehen, dass diese Formulierung, die paradox klingt und vielleicht sogar paradox ist, einige Erläuterungen braucht. Ich gehe also davon aus, dass ein System die Differenz ist, die Differenz zwischen System und Umwelt. Das System kommt in den Formulierungen zweimal vor. Und das ist eine Merkwürdigkeit, auf die ich dann auf Umwegen wieder zurückkommen will. Zunächst einmal liegt dem also ein prinzipiell differenzialistischer oder differenztheoretischer Ansatz zugrunde. Die Theorie beginnt mit einer Differenz, mit der Differenz von System und Umwelt, soweit sie Systemtheorie sein will. Wenn sie etwas anderes sein will, muss sie eine andere Differenz zugrunde legen. Sie beginnt also nicht mit irgendeiner Einheit, mit einer Kosmologie, mit einem Weltbegriff oder mit einem Seinsbegriff oder dergleichen, sondern sie beginnt mit einer Differenz. Dafür gibt es mindestens seit 100 Jahren Vorläufer und ich will einige von Ihnen nennen, damit Sie sehen, dass diese Überlegungen nicht einfach erst um 1970 oder 80 entstanden ist, sondern in gewisser Weise angewärmt war durch verschiedene Versuche mit Differenzbegriffen radikaler als zuvor zu arbeiten. Es gab natürlich auch schon immer die Vorstellung von Differenz, von Unterscheidungen, von Diapherein etwa im Griechischen, aber das war eine begrenzte Sphäre, das war so etwas, was es unter anderem auch gab.
Aber sowohl die Theologie als auch die Ontologie hatte mit einem Seinsbegriff gearbeitet. Und das beginnt um 1900 vielleicht allmählich fragwürdig zu werden. Einer der Vorläufer ist Saussure, Ferdinand de Saussure, ein Sprachtheoretiker, Sprachwissenschaftler, der Vorlesungen gehalten hat, die erst später publiziert wurden und dabei die These vertreten hatte, dass die Sprache zunächst einmal gegeben ist als Differenz zwischen verschiedenen Worten oder zwischen verschiedenen Aussagen, wenn man es auf Sätze formuliert, und nicht ohne weiteres auch als Differenz zwischen den Worten und den Dingen, wie es in der klassischen Semiologie oder Semiotik, je nachdem, ob man das französische oder das englisch-amerikanische Wort nimmt, vorgestellt war. Also die Sprache funktioniert zum Beispiel, weil sie unterscheiden kann als Sprache zwischen dem Wort Professor und dem Wort Student. Ob es wirklich Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Exemplaren, die so bezeichnet werden, spielt aber gar keine Rolle. Wir müssen jedenfalls, wenn wir die Sprache verwenden, Professor und Student unterscheiden. Ob es noch Altersdifferenzen gibt, Differenzen in der Kleidung, Differenzen im Mut zu ungewöhnlichem Betragen und so weiter, ist eine ganz andere Frage. Die Sprache kann jedenfalls zunächst einmal so unterscheiden, und die Differenz der Worte ist das, was die Sprache in Betrieb hält, womit man steuert, was man demnächst dann sagen kann. Und ob in der Realität solche Differenzen vorhanden sind, kann offen bleiben. Natürlich würde man gar nicht anfangen zu sprechen, wenn man nicht annehme, es gäbe irgendetwas, was man so bezeichnen könnte. Aber für den Verlauf einer sprachlichen Aktion, eines Sprachprozesses oder wie wir dann auch sagen können, einer Kommunikation, ist die Differenz innerhalb der Sprache selbst entscheidend. Diese Differenz ist also abgekoppelt von dem Problem der Referenz, also von dem, worüber man eigentlich sprechen will. Und das hat in einer längeren, speziell französischen Entwicklungen immer mehr zugenommen. Man hat immer mehr gesehen, dass man eigentlich das Bezeichnete, das, was die Sprache meint, gar nicht kennen kann, gar nicht ohne Sprache verfügbar machen kann und in der Sprachtheorie vernachlässigen kann. Das führte dann zu eher strukturalistischen Theorien über den Zeichengebrauch und über die Sprache. Gleichzeitig gab es auch in der Soziologie ähnliche Überlegungen, und zwar auch wieder in Frankreich mit Gabrielle Tarde. Soweit sie die Pflichtübungen in der Geschichte der Soziologie hinter sich haben und die Klassiker gelernt haben, weiß ich nicht, ob Ihnen Gabrielle Tarde begegnet ist. Klassikerdarstellungen sind bei uns hochselektive Verfahren, und einige werden für sehr bedeutend gehalten, andere werden entsprechend vernachlässigt oder unterschätzt. Und Gabrielle Tarde ist sowohl in Frankreich als auch in Deutschland eigentlich nicht mehr sehr bekannt. Aber zumindest für diesen Punkt ist er wichtig. Er hat also eine Theorie der Imitation, der Sozialität, der Ausbreitung und Konsolidierung von Sozialität qua Imitation sich vorgestellt und dabei auch nicht mit Einheit, sondern mit Differenz angefangen. Denn wenn man irgendjemanden imitiert, muss es ja zunächst einmal irgendjemand anderes sein. Man kann sich ja nicht selber dauernd imitieren, obwohl manchen auch das gelingt, insbesondere in der Kunst. Aber dann hat man sich selbst sozusagen als jemand anderes, der schon mal ein Bild gemalt hat und das so schön gefunden hat, dass er das Ähnliches nochmal machen will. Jedenfalls ist eine Differenz vorausgesetzt. Und in diesem Buch Les Lois de l'Imitation von 1890 ist das also zu einer prinzipiellen Sozialtheorie ausgearbeitet worden. Heute findet man etwas Ähnliches bei René Girard, wobei ich nicht weiß, ob Girard sich explizit auf Tarde bezieht. Ich habe nie so etwas gesehen. Da geht es um
auch wieder ein Starter, ein Anfang mit einem Imitationskonflikt. Man gerät in Konflikt vor allem mit dem, den man nachahmen will. Kopieren ist an sich eine freundliche Geste in gewisser Weise. Zunächst einmal denkt man, man ahmt den nach, den man bewundert. Aber wenn die Welt nur knappe Güter hat, also insbesondere nur wenige begehrenswerte Frauen, das ist einer der Punkte, aber auch sonstige Objekte sind knapp. Und wenn man den nachahmt, der in seinen Wünschen, Begierden, seinem Desir irgendwohin zielt, wird man Konkurrent und es gibt einen Konflikt. Und die Theorie von René Girard hat damit zu tun, was diese Konflikte nun eigentlich benötigen, um in eine soziale Ordnung transformiert zu werden. Also zum Beispiel das Opfern eines Sündenbockes. Ich gehe auch hierauf nicht näher ein, sondern will nur gleichsam ausnahmsweise beispielhaft zeigen, dass es eine Tradition schon gibt, wo man mit Differenz anfängt. Und das Problem, was aus der Differenz wird, zum Problem der Erklärung sozialer Ordnung macht. Außerdem wird die Informationstheorie heute oft als Differenztheorie angelegt. Das geht in den jetzt inzwischen klassischen Formulierungen auf Gregory Bateson zurück, mit dem bekannten Satz, Information sei a difference that makes a difference. Also irgendein Unterschied, nicht nur als vorhandener Unterschied, sondern wenn ein System darauf den eigenen Zustand ändert. Wenn also die Wahrnehmung oder wie immer man den Input denken will, eines Unterschiedes, einen Unterschied im System erzeugt. Also man wusste etwas vorher nicht, dann bekommt man die Information, die Mitteilung, ist es so und nicht anders, und dann weiß man es. Und dann kann man nicht mehr umhin, seine eigenen nächsten Operationen an diesem Wissen zu orientieren. The difference that makes a difference. Auch wieder so ein Fall, wo man die Frage offen lässt, wie die Theorie zu ihrer ersten Differenz kommt und man dann einfach von einer Differenz ausgeht und interessanterweise bei einer Differenz landet. Das ganze Geschehen der Informationsverarbeitung ist aufgehängt zwischen einer Ausgangsdifferenz und einer Differenz, die dadurch entsteht. Und die entstandene Differenz kann wieder die Differenz sein, die weitere Informationen in Gang setzt. Der Prozess geht also nicht von unbestimmter Einheit zu bestimmter Einheit, wenn man Hegel so paraphrasieren darf, sondern von einer Differenz zu einer Differenz. Auf dieser Ebene ist ein differenzialistischer Ansatz bereits lehrbuchfähig und es gibt also Berichterstattungen über die Lage der Philosophie in Frankreich und ähnliche Dinge, wo also das immer schon als bekannt vorausgesetzt und nochmals dargestellt wird. Es ist also noch, es ist kein Geheimwissen und es wird auch unter dieser Marke Differenztheorie und so etwas durchaus in der Literatur zu finden sein. Und es gibt viele andere Dinge, die ich nennen könnte. Aber ich möchte auf die radikalste Form eines solchen, nach meiner Einschätzung, radikalste Form eines solchen differenzialistischen Denkens kommen, die in einer Arbeit von George Spencer Brown verfügbar ist. Vielleicht muss ich zunächst sagen, dass Sie Schwierigkeiten haben, diese Sache, das Buch heißt Laws of Form, in den Bibliotheken zu finden, weil die Bibliothekare oft nicht wissen, dass Spencer schon zum Nachnamen gehört und deswegen unter den vielen Browns Spencer Brown irgendwo mit Vornamen Spencer abheften und ablegen. Und sie suchen natürlich vergeblich, wenn sie im Fisch unter SP nachgucken. Erst seitdem er das gemerkt hat und seinen Namen mit Bindestrich schreibt, ist das für einen Teil der Bücher behoben, das Problem. Er heißt aber eben George Spencer Brown, zwei Worte geschrieben und unter Spencer ins Literaturverzeichnis zu bringen, falls Sie je so weit kommen, ein Literaturverzeichnis anfertigen zu müssen. der Text ist die Darstellung eines
Kalküls. Spencer Brown sagt ausdrücklich, dass es keine Logik ist, weil er vermutlich, weil er bei Logik an wahrheitsfähige Sätze denkt. Es ist ein operativer Kalkül, also ein Kalkül, der auch in der Verwandlung der Zeichen, in der Transformation der Zeichen, die benutzt werden, oder des Zeichens, darauf komme ich gleich, Zeit voraussetzt. Und inhaltlich geht es um etwas, was uns hier gar nicht so sehr interessieren muss, nämlich um den Versuch, die boolesche Algebra, also ein zweiwertiges Schema, mit der Arithmetik zu verknüpfen und dabei nur ein einziges Zeichen, einen einzigen Mark zu verwenden. Und das ist eben dieses Häkchen, was ich da an die Tafel gemalt habe. Die Paraphrasierung, es gibt viele Anmerkungen und Vorbemerkungen und Nachbemerkungen, die in einem normalen, fast normalen Englisch geschrieben sind und zu lesen sind. Die Essenz der Aussage liegt aber in der Reihenfolge der Schritte, mit denen Zeichen mit Zeichen zusammengebaut werden und allmählich komplexer werden. Irgendwie hilft es mir, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, mir vorzustellen, dass zunächst einmal ein weißes Papier vorhanden ist und dass die Zeichen auf das Papier gesetzt werden und dann eine eigentümliche Selbstständigkeit gewinnen. Ein Zeichen, noch ein Zeichen. Ein Zeichen wird aus einem anderen herauskopiert und so weiter und so weiter. Man kann dieses Zeichen, diesen Haken wiederholen. Dann hat man die erste angeschriebene Form. Man kann aber auch ein Zeichen in der darin markierten Grenze kreuzen, ist sozusagen aufheben. Und dann hat man diese zweite Markierung. Ich schiebe im Moment jetzt nochmal eine Parallelüberlegung ein, die etwas Ähnliches sich vorstellt, aber mit einem anderen Zeichen arbeitet, nämlich mit einem Pfeil. Das stammt von einem Mathematiker, Louis Kaufmann, und hat den Vorteil, dass man da besser die Selbstreferenz malen kann, indem man einfach den Pfeil sozusagen krümmt und zum Kreis macht, sodass er auf sich selbst zeigt. Denn wenn man anfängt, hat man ja nichts anderes als den Pfeil. Und Spencer Brown würde sagen, machen wir noch einen Pfeil. Kopieren wir den Pfeil aus dem Pfeil heraus. Und Louis Kaufmann würde sagen, der Pfeil muss erstmal auf sich selber zeigen. Beide haben eine Merkwürdigkeit drin, die uns im Weiteren beschäftigen muss, nämlich eine Zweiteiligkeit des Zeichens. Das Zeichen hat bei Spencer Brown eine horizontale, eine vertikale Linie, trennt also zwei Seiten und hat einen Indikator, einen Weiser sozusagen, der auf die eine Seite und nicht auf die andere zeigt. Es ist ganz bewusst als ein Zeichen gedacht, aber es besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Nur, wenn man so anfängt, wer bezeichnet dann die eine und nicht die andere Komponente, ohne nicht auch schon wieder ein Zeichen verfügbar zu haben, mit dem er das tut? Also erstmal muss man das einfach so hinnehmen, den Haken als Einheit. Und erst ganz im Laufe des Kalküls kann sich dann herausstellen, dass es gar nicht so einfach war, wie der Anfang es sich gedacht hatte, wenn er überhaupt schon denken konnte, was auch eine Frage ist. Die Notation von Kaufmann hat den Vorteil, deutlich zu machen, dass die ganze Überlegung mit Selbstreferenz beginnt. Es gibt also, wie in ziemlich rätselhaften Formulierungen dann gesagt wird, keinen Unterschied zwischen Selbstreferenz und Differenz. Oder, das ist eine Sprache, die ich erst später einführen kann, keinen Unterschied zwischen Selbstreferenz und Beobachtung. Denn derjenige, der etwas beobachtet, muss sich selbst von dem, was er beobachtet, unterscheiden. Er muss also zu sich selbst schon ein Verhältnis haben, um sich unterscheiden zu können.
Und das wird eben in dieser einen Kreisformulierung gebucht und alles andere, auch die mathematische Unendlichkeit, die Richtung eines Prozesses und so etwas wird als Entfaltung von Selbstreferenz dargestellt. Und auch hier hat das Zeichen im Singular, zwei Teile, einen Body, sagt Kaufmann, also die lange Linie, wo auch wieder irgendwas in den Raum gesetzt wird und ein Pointer, in dem die Richtung angezeigt wird. Also irgendwie fängt man mit einer Unterscheidung an, die aber, weil das Resultat der Unterscheidung als Einheit fungieren muss, nicht bezeichnet werden kann, nicht benannt werden kann, sondern einfach zunächst einmal da ist. Und in der Logik von oder in der Mathematik oder wie immer man sagen will, im Kalkulus von Spencer Brown wird das dann in die Form einer Weisung, einer Injunction gebracht. Draw a distinction. Mach eine Unterscheidung, sonst geht gar nichts. Wenn du nicht bereit bist zu unterscheiden, passiert eben gar nichts. Das hat interessante theologische Aspekte, die ich hier nicht ausarbeiten will, aber nur mit dem Hinweis, dass in der avancierten Theologie etwa eines Nikolaus von Kues ja gesagt ist, Gott hat es nicht nötig zu unterscheiden. Und offenbar ist die Schöpfung nichts anderes als die Weisung, draw a distinction, Himmel und Erde und dann nachher Mensch und schließlich sogar Eva. Schöpfung ist also das Oktroi eines Unterscheidens, während Gott selbst jenseits aller Unterscheidungen ist. Man kann also hier Verbindungen sehen, die aber für die Analyse von Spencer Brown gar keine Bedeutung hat, denn er befindet sich natürlich auf der Erde, auf dem Boden, zumindest auf weißem Papier und geht von dort aus dann mit der Verschachtelung eines operativen Kalkulus von Zeichen in Richtung auf größere Komplexität. Etwas genauer gesagt und auf diese beiden Aspekte des einen Zeichens zurückkommend, hält Spencer Brown fest, dass eine Unterscheidung immer nur gebraucht wird, um eine Seite und nicht die andere zu bezeichnen. Die Terminologie ist Distinction und Indication. Ich übersetze das mit Unterscheidung und Bezeichnung. Wozu soll man sonst unterscheiden, wenn man nicht das eine statt des anderen bezeichnen will? Die Unterscheidung ist eigentlich eine Grenze, das Markieren einer Differenz. Und dann hat man zwei Seiten. Aber mit der Maßgabe, dass man nicht beide zugleich brauchen kann, denn dann wäre die Unterscheidung sinnlos. Wenn man Männer und Frauen unterscheiden will, dann müsste man eben sagen, ja, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Wenn man sagen würde, es ist ein Mikrofon, dann hätte man die Unterscheidung gar nicht nötig. Und wenn man mischen will, das kann man natürlich auch immer machen, braucht man einen neuen Term, der auch wieder von anderen Sachen zu unterscheiden ist. Hermaphrodit zum Beispiel oder so etwas. Also im Prinzip enthält die Unterscheidung zwei Komponenten, nämlich die Unterscheidung selbst oder den vertikalen Strich und die Bezeichnung, den horizontalen Strich. Und nun kommt das Merkwürdige, dass die Unterscheidung eine Unterscheidung und eine Bezeichnung enthält, also Unterscheidung und Bezeichnung unterscheidet. Also die Unterscheidung setzt, wenn sie als Einheit in Operation gesetzt werden soll, eigentlich immer schon eine Unterscheidung in der Unterscheidung voraus. Wie man das nun interpretieren soll, ist, soweit ich Diskussionen über Spencer Brown kenne, nicht ganz klar. Ich selbst verstehe den Kalkül so, aber da bin ich nicht sehr sicher, dass die Unterscheidung sozusagen aus der Unterscheidung herausgezogen wird. Und dass am Ende explizit wird, dass die Unterscheidung in der Unterscheidung immer schon vorhanden war.
Es wird also eine Einheit in Operation gesetzt, die im Moment des Beginns noch gar nicht analysiert werden kann. Und erst später, wenn man etwa Beobachtungsmöglichkeiten in den Kalkül einführt, also selbstreferenzielle Figuren brauchen kann, erst dann wird klar, dass schon am Anfang irgendein verborgenes Paradox vorhanden war. Nämlich die Unterscheidung in der Unterscheidung. Das genügt mir für die Darstellung des Spencer Brown Konzeptes, und ich gehe explizit nicht auf den Kalkulus selber ein. Das, ich habe das auch nie wirklich technisch durchgeprüft. Was man von Experten hört, ist, dass sie sagen, es sei in Ordnung, es sei sehr viel eleganter als die ursprüngliche Mathematik, aber es gehe auch irgendwas dabei verloren. Und das, die Idee ist eben, und darauf komme ich nochmal zurück, dass ein einziger Operator verwendet wird. Was mich jetzt interessiert und was in der Vorlesung interessiert, sind Anwendungen auf die Systemtheorie. Sie werden vielleicht schon geahnt haben, dass die Unterscheidung von System und Umwelt jetzt so ein Distinction, so eine Differenz ist, dass also ein Systemtheoretiker zunächst einmal auf die Weisung reagiert, treffe eine Unterscheidung und nicht irgendeine Unterscheidung, sondern eben die Unterscheidung von System und Umwelt. Und dabei den Pointer oder das Indication so verwendet, dass das System bezeichnet wird und nicht die Umwelt. Die Umwelt bleibt draußen und das System ist auf der einen Seite, die Umwelt ist auf der anderen Seite. Um das für die weitere Verwendung deutlich zu machen, kann ich nochmals auf Spencer Brown zurückgreifen, der diese Grenzlinie, wenn sie denn markiert wird, auch als Form bezeichnet. Deswegen Laws of Form. Eine Form hat also zwei Seiten. Das ist nicht einfach nur eine schöne Gestalt oder irgendein Objekt, was man so kontextfrei sich vorstellen kann, sondern es ist immer eine Sache mit zwei Seiten. Und wenn man ein kontextfreies Objekt sich vorstellen will, dann ist es ein Objekt in einem unmarked space. Ein Zeichen, ein Kreis oder was immer auf einem weißen Blatt. Oder irgendetwas Bestimmbares in der Welt, wo auch noch anderes vorkommt, was aber nicht bestimmt wird im Moment. Form also als eine prinzipiell zweiseitige Sache. Und in unserem Fall eben System und Umwelt. Das ist ein sehr allgemeiner Gedanke und man könnte die Formanalyse weit darüber hinaus treiben. Man könnte zum Beispiel auch die normale Semiologie oder Semiotik mit diesem Instrumentarium nachzeichnen, könnte ich vielleicht sagen. Wenn man sagt, dass auf der einen Seite der Form ein Zeichen ist, also das, was man braucht, um etwas zu bezeichnen, und auf der anderen Seite das Bezeichnete. Sodass man auf die Dreierfigur kommt, die bei Peirce und bei anderen eine große Rolle spielt. Das Zeichen ist eigentlich dann, genauer formuliert, die Differenz zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem. Im Deutschen etwas schwerfällig zu formulieren, signifier, wären die französischen Ausdrücke, die Saussure verwendet. Also etwas bezeichnet etwas anderes. Und im Deutschen tendieren wir immer dazu, das Bezeichnende, das, was als Zeichen verwendet wird, immer schon als das Zeichen zu bezeichnen. Während von der Formanalyse her man sehen muss, dass das Zeichen eine Form mit zwei Seiten ist. Und dass, wenn man es gebraucht, als Zeichen gebraucht, man immer auf die innere Seite der Form, also auf die Seite des Bezeichnenden, des Signifiant, gehen muss und dort operiert. Also etwa Sprache benutzt in der Annahme, dass die Worte irgendetwas, was wir nicht so genau wissen, bezeichnen. Ich vermute also, dass
mit diesem sehr allgemeinen Formbegriff, den wir auch wieder abkoppeln können von der spezifischen mathematischen Verwendung bei Spencer Brown, eine sehr allgemeine Theorie verfügbar gemacht werden könnte, entwickeln werden könnte, die auch über die Systemtheorie nochmal hinausgeht. Die also eine Theorie der nur einseitig verwendbaren Zwei-Seiten-Formen wäre. Ich deute das jetzt hier nur an, weil es darin Möglichkeiten liegen, den systemtheoretischen Ansatz trotz seiner universellen Prätention und trotz seiner im Augenblick besonders gut entwickelten Wissenschaftlichkeit, es gibt besonders viel Literatur dazu, noch einmal zu relativieren und sich zu überlegen, ob man nicht eine nochmal darüber hinausgreifende allgemeine Theorie der Formen entwickeln könnte und das dann auf den Zahlbegriff, auf die Mathematik, auf die Semiotik, eben auch auf die Systemtheorie, aber auch auf etwas, was in Diskussionen, die wir hier gehabt haben, als Medium, Formdifferenz, lose Kopplung, strikte Kopplung und so etwas figurieren kann. Das ist jetzt nur die eine Bemerkung und die Konsequenz für unsere Vorlesung, also für Systemtheorie, ist eben die, dass man System als eine Form bezeichnen kann, mit der Maßgabe, dass mit dem Formbegriff immer die Differenz von System und Umwelt bezeichnet wird. Ich wiederhole dies jetzt mehrfach, weil das etwas unanschaulich ist und einfach gemerkt werden muss. Zunächst einmal, man kann das erst beurteilen, wenn man sieht, was man damit anfangen kann. Und vor der Tradition der offenen Systeme und vor der Tradition der differenzialistischen Ansätze verschiedenster Art sieht man, dass hier eine Zusammenfassung, eine Synthese erreicht werden kann, die es vielleicht ermöglicht, Wissen verschiedenster Provenienz in eine Theorie einzubringen. Also der erste Punkt unter der Rubrik Anwendung auf Systemtheorie wäre, System ist eine Form. Eine Form mit zwei Seiten. Eine zweite Anregung, die man ebenfalls von Spencer Brown gewinnen kann, ist die Frage, ob es sinnvoll ist, ein System, so wie bei ihm der Kalkulus, durch einen einzigen Operator oder eine einzige Operationsweise zu definieren. Sehen Sie sich die normalen Systembeschreibungen, Systemdefinitionen und dergleichen an, dann werden Sie finden, dass das nicht geschieht. Dass normalerweise Systeme beschrieben werden mit einer Mehrzahl von Termini. Also etwa, es sind Relationen zwischen Elementen. Oder es ist ein Verhältnis von Struktur und Prozess, eine sich selbst strukturell in den eigenen Prozessen steuernde Einheit und so etwas. Da hat man Einheit, Grenze, Prozess, Struktur, Element, Relation, eine ganze Menge Termini. Und wenn man fragt, was denn die Einheit sei, dann endet man bei dem Und. Ein System ist eine Undheit sozusagen. Das ist die Einheit, die Und, das Und. Aber es ist weder ein Element, noch eine Struktur, noch eine Relation und so weiter und so weiter. Die Frage ist, ob man über diesen Zustand, diesen Und-Zustand der Objektbeschreibungssystem hinauskommt. Und ich denke, man kann das, wenn man einen prinzipiell operativen oder operationalistischen Ansatz verfolgt. Das heißt, sich die Vorstellung zurechtlegt, dass es eigentlich ein Typ von Operation ist, der das System erzeugt. Vorausgesetzt, man hat Zeit. Es bleibt nicht bei dem einmaligen Ereignis. Wenn also eine Operation eines bestimmten Typus anläuft und, wie ich gern sage, anschlussfähig ist, Nachfolge findet, Konsequenzen hat, mit derselben Typik von Operation entsteht ein System. Denn
Wenn man Operation an Operation anschließt, geschieht das selektiv. Etwas anderes geschieht dann nicht als eben dies. Und es bleibt dann sozusagen der unmarked Space oder die Umwelt draußen vor. Und das System bildet sich als eine Verkettung von Operationen. Es entsteht also die Differenz von System und Umwelt. Allein auf der Tatsache, dass eine Operation eine weitere Operation gleichen Typs erzeugt. Wie sieht das aus? Zunächst einmal denke ich, dass man die Biologie der Lebewesen auf diese Weise gut beschreiben kann, wenn man sich über neuere biochemische Theorien darüber informiert, dass das Leben eine biochemische Einmalerfindung war. Das ist also eine bestimmte zirkuläre Struktur oder mit Maturana gesprochen eine Autopoiesis, eine Selbstproduktion, zirkuläre Selbstproduktion, irgendwann mal aus Gründen, die man nicht mehr so genau weiß und die man natürlich nur als Lebewesen feststellen kann, wenn man sozusagen schon lebt. Irgendwann mal ist eine solche Operationsweise, eine solche zirkuläre Operationsweise in Gang gekommen und dann hat es sich aus Gründen der Evolution vervielfältigt. Und dann gibt es eben Würmer und Schlangen und Menschen und alle möglichen verschiedenen Formen auf der Basis eines prinzipiell chemisch gleichen Operationstyps. Von der Operation her gesehen ist also die Einheit von Leben in einem ziemlich strengen Sinne garantiert und mit der Voraussetzung, dass sie systembildend wirkt, wenn das Leben sozusagen weiterlebt, wenn Leben an Leben anschließt und man nicht mit der Geburt schon gleich immer wieder stirbt. Und dann alle Zusatzerfindungen wie Bisexualität, Zweigeschlechtlichkeit und dergleichen und zentrales Nervensystem, was alles man nennen würde, setzt immer diese Operationsweise im Prinzip voraus. Das heißt auch im Übrigen, und das ist ein Punkt, auf den ich zurückkommen werde, dass mit dem Begriff Autopoiesis so gut wie gar nichts erklärt wird. Außer eben dieses Starten bei Selbstreferenz, eine Operation mit Anschlussfähigkeit. Diesen Gedanken kann man nun auch auf soziale Systeme übertragen, wenn es gelingt, die Operation zu identifizieren, die genau diese Voraussetzungen erfüllt. Es ist nur eine, es ist immer dieselbe und sie ist Anschlussfähigkeit. Anschlussfähig. Sie ist also das, was entweder aufhört oder weitergeht mit derselben Operation. Und ich denke, dass wir hier keine sehr großen Wahlmöglichkeiten haben und dass sich eigentlich nur Kommunikation als der Typ von Operation anbietet, der genau diese Voraussetzungen erfüllt. Ein Sozialsystem entsteht, wenn sich Kommunikation aus Kommunikation entwickelt. Die Frage der ersten Kommunikation brauchen wir nicht zu erläutern, denn die Frage, was war die erste Kommunikation, ist schon eine Frage in einem kommunizierenden System. Das heißt, das System denkt an seinen Anfang immer aus der Mitte heraus. Wenn es genügend komplex ist, kann es die Frage stellen, wie hat eigentlich alles angefangen? Und dann mag es verschiedene Antworten geben, die aber die Fortsetzung der Kommunikation nicht stören, sondern vielleicht sogar beflügeln. Also die Anfangsfrage interessiert uns nicht oder sie interessiert als eine Frage unter vielen anderen. Das Interessante an dem Modell ist, dass man mit einem einzigen Operationstyp auskommt, wobei natürlich viel zu sagen wäre, was jetzt Kommunikation ist, welchen Begriff wir da brauchen. Das will ich im Moment beiseite lassen. Das wäre die Äquivalenz zu den biochemischen Aussagen über Proteine und so weiter. Aber wichtig ist zunächst mal, dass man die Hoffnung haben kann, die Aussicht hat, einen Operator zu identifizieren, der nun alle Kommunikationssysteme ermöglicht, wie immer komplex im Laufe der Evolution dann Gesellschaften oder Interaktionen oder Organisationen werden. Was es so alles gibt,
beruht operativ gesehen, von einem operationalen Theorieansatz her gesehen, immer auf demselben Grundvorgang, demselben Typ von Ereignis, nämlich Kommunikation. Es steckt eine Absicht darin, darauf will ich nur vorausweisen, denn sofern wir bis zu dem Punkt der Vorlesung überhaupt kommen, habe ich eigentlich vor, etwas über Handlungstheorie zu sagen. Bei Parsons hatten wir schon solche Fragen andiskutiert. Ich glaube nicht, dass der Handlungsbegriff sich dazu eignet, weil er jedenfalls im normalen Verständnis einen Akteur voraussetzt, dem die Handlung zugerechnet werden kann. Und weil er sich auch schlecht auf spezifische Sozialität zuschneiden lässt. Das heißt, Handlung gibt es eigentlich auch dann, wenn niemand zuschaut, wenn niemand da ist, wenn man nicht erwartet, dass irgendjemand darauf reagiert, wenn man sich allein die Zähne putzt. Natürlich tut man das nur, weil man weiß, dass man das tun sollte. Und das hat einem irgendjemand gesagt. Und die Zahnbürste ist natürlich auch von irgendjemandem da hingestellt worden. Aber im Prinzip kann man sich Handlung als eine solitäre, individuelle, sozial resonanzlose Operation vorstellen, während man das bei Kommunikation nicht kann. Kommunikation kommt überhaupt nur zustande, wenn jemand im Groben versteht oder vielleicht auch missversteht, aber jedenfalls so weit versteht, dass die Kommunikation weiterlaufen kann. Und das liegt außerhalb dessen, was man durch die bloße Benutzung von Sprache schon sicherstellen könnte. Es muss jemand zum Beispiel erreichbar sein, muss hören oder lesen können. Ich fasse diese beiden Punkte nochmal zusammen. Formanalyse, das System ist eine Differenz, das war die erste Aussage. Die zweite Aussage, das System braucht nur eine einzige Operation, einen einzigen Operationstypus, wenn es weitergeht, dieses Wenn ist natürlich nicht unwichtig, wenn es weitergeht, die Differenz zwischen System und Umwelt zu reproduzieren. Kommunikation durch Kommunikation. Einen dritten Punkt, ebenfalls von Spencer Brown ausgehend, benutzt den Begriff des Re-Entry, des Wiedereintritts der Form in die Form oder der Unterscheidung in das, was unterschieden worden ist. Darüber hatte ich in der Vorstellung von Spencer Brown zunächst einmal nichts explizit gesagt. Hier wird es aber relevant, einige Bemerkungen nachzuliefern. Sie erinnern, dass schon die Anfangsweisung Draw a Distinction, mach eine Unterscheidung, eine Weisung war, die eine Operation betrifft, die aus zwei Komponenten besteht, nämlich der Unterscheidung selbst und der Bezeichnung der einen Seite, dem Hinweis, wo man ist, wo man weitermachen soll. Da war also die Unterscheidung schon in der Unterscheidung vorgesehen. Oder sie war schon, das ist eine Terminologie von Kaufmann, hineinkopiert in die Unterscheidung. Und im Laufe der Entwicklung des Kalküls kommt Spencer Brown schließlich an den Punkt, wo er diese Prämisse explizit macht und dass den Wiedereintritt der Form in die Form oder der Unterscheidung in die Unterscheidung als eine theoretische Figur vorführt, die dann sich dem Kalkül entzieht, die also nicht mehr in der Form von Arithmetik oder Algebra behandelt werden kann, aber gleichsam zu den Eckpfeilern des ganzen Systems gehört. In dem Sinne, dass man bestimmte mathematische Probleme nur über diese Form lösen kann, das führt dann in die Theorie imaginärer Zahlen hinein. Also Re-Entry, Eintritt der Form in die Form. In der Abstraktionslage, die das zunächst erfordert, haben wir vermutlich Schwierigkeiten, uns das vorzustellen. Spencer Brown malt so Kreise in seinem Buch hinein, auf natürlich immer weißes Papier voraussetzend.
Sobald wir aber in die Theorie sozialer Systeme kommen und den normalen Apparat der Kommunikation, die ja auch Kommunikation über Kommunikation sein kann, voraussetzen können, verliert das Problem eigentlich seine Schwierigkeit und wird sogar überzeugend, sodass man sich fragt, wozu der ganze Aufwand an Theorie, wenn wir etwas erarbeiten, was wir schon längst gewusst haben. Ich komme auf diese Wozu-Frage zurück, denn das hat mit dem Begriff der Paradoxie zu tun. Im Moment will ich zunächst einmal nur explizieren, wie das gemeint ist. Gemeint ist einfach, dass ein System sich selbst von seiner Umwelt unterscheiden kann. Die Operation als Operation erzeugt die Differenz. Deswegen spreche ich an der Stelle von Differenz. Eine Operation schließt dann eine andere an, dann kommt eine dritte, eine vierte, eine fünfte, dann kommt eine Thematisierung dessen, was man bisher gesagt hat und so weiter und so weiter. Alles jetzt im System. Und draußen ist etwas anderes, passiert etwas anderes, passiert gleichzeitig etwas anderes oder gar nichts. Es ist eine Welt, die nur begrenzt für die Folge von Kommunikation Bedeutung hat. Es entsteht also eine Differenz erzeugt. Wenn jetzt das System entscheiden muss oder Kopplungen herstellen muss, sagen wir einmal vorsichtiger, zwischen einer Kommunikation und einer weiteren Kommunikation, dann muss es ja ausmachen können, beobachten können, festlegen können, was denn dazu passt und was nicht passt. Ein System, das die eigene Anschlussfähigkeit kontrollieren will, muss also über etwas verfügen, was wir zunächst einmal Selbstbeobachtung nennen können. Ich komme auf den Beobachter wieder zurück. Die ganze Problematik ist ein bisschen, liegt darin, dass die Begriffe zirkulär sind und ich immer etwas voraussetzen muss, was ich später erst erläutere. Das ist bei jedem Design dieser Art der Fall. Also nehmen Sie den Beobachter zunächst mal ohne das Beobachten als etwas hin, was noch erläutert werden wird. Ein System muss also die eigene Anschlussfähigkeit kontrollieren können oder zumindest, wenn man ein System sich vorstellt, das über Kommunikation sich selbst reproduziert, ist das der Fall. Insbesondere, wenn wir sprachliche Kommunikation haben, aber auch wenn wir standardisierte Zeichenrepertoires haben, dann können wir unterscheiden, was Kommunikation ist und was nicht Kommunikation ist. Und wir soll jetzt nicht heißen, der Einzelne in seiner psychischen Struktur, das mag auch der Fall sein, aber möglicherweise ist er gerade absent-minded und merkt gar nicht, dass kommuniziert wird. Entscheidend ist, dass die Kommunikation selbst diese Unterscheidung machen kann zwischen Kommunikation und Nicht-Kommunikation, dass man also zum Beispiel mit sprachlichen Mitteln darauf reagieren kann, dass gesprochen worden ist und man normalerweise nicht damit rechnen muss, dass bestritten wird, dass überhaupt gesprochen worden ist. Man kann sich dann in Interpretationsschwierigkeiten verrennen oder Ausflüchte über Erläuterungen dessen, was man eigentlich gemeint hat, suchen. Aber die Kommunikation hat diese rekursive Sicherheit, immer auf Kommunikation aufbauen zu können, immer einschränken zu können und auch zu müssen, was weiterhin gesagt werden kann. Oder dasselbe natürlich alles auch mit Schrift. Und dadurch die Differenz zwischen System und Umwelt beobachten zu können. Also Selbstreferenz und Fremdreferenz trennen zu können. Das kann man auch an der Struktur von Kommunikation ablesen. Denn Kommunikation kommt ja nur zustande, wenn etwas mitgeteilt wird, wenn also irgendeine Information mitgeteilt wird. Das ist schon zweiteilig. Verstanden werden muss es außerdem noch. Aber zunächst einmal kann man sagen, es wird über etwas gesprochen. Ein Thema wird behandelt. Das kann auch der Sprecher selber sein. Er kann sich natürlich selber zum Thema machen und
sagen, ich wollte eigentlich etwas ganz anderes sagen oder seine eigene Befindlichkeit zur Information machen. Ich habe keine Lust mehr, ich höre auf. Aber immer hat man diese Zweiteiligkeit von Mitteilung und Information und die Kommunikation kann entweder mehr auf der einen oder mehr auf der anderen Seite weitermachen. Also entweder die Frage, warum hast du etwas mitgeteilt, warum hast du etwas gesagt oder die Frage, hast du vielleicht gelogen, zum Thema machen, also von der Mitteilung ausgehen oder eben von der Information ausgehen und über das, was gesagt worden ist, weiter kommunizieren. Das ist ein Anzeichen, Indikator dafür, dass in die Operation selbst immer schon die Differenz von Fremdreferenz qua Information und Selbstreferenz qua Mitteilung eingebaut ist. Und dieses wiederum als Erläuterung zu dem allgemeinen Thema des Reentry. Das System tritt in sich selbst wieder ein oder kopiert sich in sich selbst hinein. Die Kommunikation bleibt eine völlig interne Operation. Sie verlässt nie das System, denn der Anschluss ist auch wieder im System vorzusehen. Im System muss er stattfinden. Ich komme im nächsten Abschnitt über operative Geschlossenheit darauf zurück. Man muss also immer unterscheiden zwischen Selbstreferenz, dessen, was läuft im System und dessen, was an internen oder vergangenen Systemzuständen oder externen Systemzuständen gemeint ist. Information und Mitteilung. Und in dieser Weise kann man, glaube ich, plausibel machen, das könnte natürlich alles sehr viel umständlicher und ausführlicher behandelt werden, dass ein soziales System, das mit diesem Operator Kommunikation arbeitet, immer schon das Reentry eingebaut hat und anders gar nicht funktionieren könnte. Dass also immer eine interne Referenz, eine Selbstreferenz und eine externe Referenz mehr oder weniger gleichzeitig prozessiert wird. Oder anders gesagt, das System kann in jedem Moment von der einen zur anderen Seite übergehen, aber immer nur mit internen Operationen. Deswegen eben diese Unterscheidung zwischen dem, was ein Beobachter als Umwelt sehen könnte und dem, was ein System als Umwelt behandelt, indem es zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz hin und her oszilliert oder auch Schwerpunkte in der einen oder anderen Richtung mit Revisionsvorbehalt, mit Änderungsvorbehalt für eine gewisse Zeit lang wählt. Das heißt also auch, dass das die beobachtete Umwelt verschieden sein kann, je nachdem, ob man das System meint, für das etwas Umwelt ist, ob man also die Fremdreferenz eines bestimmten Systems im Auge hat oder ob man von einem externen Beobachter ausgeht, der möglicherweise für den sowohl das System als auch dessen Umwelt Umwelt ist und der möglicherweise sehr viel mehr oder ganz andere Dinge sehen kann als dem System selbst zugängliche. Das hat Üxküll im Übrigen schon sehr früh in der Biologie bewusst gemacht, dass die Umwelt eines Tieres natürlich nicht das ist, was wir als Milieu oder als Umgebung beschreiben würden. Wir können viel mehr oder ganz andere Dinge sehen, auch vielleicht weniger sehen, als ein Tier wahrnehmen und verarbeiten kann. Also diese beiden Umweltbegriffe muss man unterscheiden. Ich habe dies jetzt im Moment nur für soziale Systeme erläutert, will aber, und das ist auch wieder ein Vorgriff auf einen späteren Teil der Vorlesung, noch einen Exkurs einschalten mit der These, dass das für psychische Systeme genauso ist. Dass also auch psychische Systeme immer mit einer Kopplung von Selbstreferenz und Fremdreferenz arbeiten. Und dass man auch dies mit nicht viel Zusatzwissen, aber mit einer klaren Darstellung mit dieser Terminologie
Form, zwei Seitenform, interne Seite, externe Seite, Re-Entry und so weiter deutlich machen kann. Dass also offenbar diese Figuren, diese Begriffe sowohl für psychische als auch für soziale Systeme geeignet sind. In der Psychologie lief das lange Zeit unter dem Gesichtspunkt der Reflexion und erst recht in der Bewusstseinsphilosophie, Psychologie des Self-Awareness und Fragen dieser Art, der Erzeugung von Identität, Identitätsbewusstsein, das kennen Sie aus sozialpsychologischen Sachen, Mead und andere. Aber die philosophische Tradition der Reflexionsphilosophie ist viel älter und in vielen Dingen auch vielleicht deutlicher gewesen. Ich möchte als das vielleicht markanteste Beispiel nur auf die transzendentale Phänomenologie von Edmund Husserl ganz kurz eingehen. Denn Husserls eigentliche Einsicht war, dass Bewusstseinsoperationen überhaupt nur stattfinden können, wenn sie sich mit Phänomenen befassen. Wenn also irgendetwas intendiert ist, irgendein Phänomen, was immer dann die Außenwelt sein mag, ist eine zweite Frage, aber bewusstseinsintern ist das Bewusstsein mit Phänomenen beschäftigt und zugleich mit sich selber. Die Terminologie wechselt ein bisschen, also eine Standardausdrucksweise ist Noema, als das, an was man denkt, das Phänomen, was man sich vorstellt, Noesis, als der reflexiv zugängliche Denkprozess oder Bewusstseinsprozess selber. Oder eben Reflexivität des Bewusstseins und Phänomenalität der Welt, mit der das Bewusstsein sich beschäftigt. Und Intention, Intentionalität, das ist ein weiteres Merkmal als der Kopplungsvorgang. Von jeder Intention aus kann man in weitere Explorationen der Phänomene gehen oder sich überlegen, ja, wieso denke ich jetzt, beschäftige ich mich jetzt damit? Was macht mein Bewusstsein eigentlich? Ich habe doch schließlich dringendere Sachen. Ich habe zum Beispiel gerade Hunger oder möchte eine Zigarette rauchen und nun bin ich mit Phänomenen beschäftigt und über die Reflexion komme ich auf ein anderes Phänomen, nämlich ein Butterbrot oder eine Zigarette. Aber immer ist diese Kopplung strikt. Das Bewusstsein kann nie sich in der Umwelt verlieren, sodass es nie wieder zu sich selbst zurückkommt. Und es kann sich auch nicht dauernd nur damit beschäftigen, ich denke, was ich denke, was ich denke, was ich denke. Sondern irgendwann wird der Phänomenbedarf dann offensichtlich. Deswegen heißt diese Philosophie Phänomenologie, transzendentale Phänomenologie, transzendental deshalb, weil behauptet wird, dass dies bei allen Bewusstseinssystemen der Fall ist. Oder anders gesagt, in jedem Subjekt so sein muss. Also die Subjektivität als solche charakterisiert. Unabhängig von der empirischen Vielfalt der Ausdifferenzierung der Phänomene. Es gibt natürlich sehr viele Menschen und alle denken jeweils immer etwas anderes. Aber die Struktur ist nicht notwendigerweise über a priori gesichert, aber sie ist jedenfalls durch diese Kopplung von Bewusstseinsreflexivität und Phänomen haben gesichert. Und ich sehe dies als eine genaue Theorie, die genau dem entspricht, auf was man kommen würde, wenn man das Bewusstsein über systemtheoretische Mittel, über die Terminologie von Spencer Brown darstellen wollte. Man käme auch auf die Frage, wie tritt denn die Differenz von System und Umwelt in das System ein? Kommt das überhaupt vor? Ist das System operativ auf Re-Entry angewiesen? Könnte es ohne Re-Entry operieren? Und hier offensichtlich nicht. Und was ist die eigentümliche operative Form, eben bei Husserl Intentionalität, mit der nun das Problem von Moment zu Moment gelöst wird?
kommt auch hinzu, dass Husserl von diesem Ausgangspunkt aus ein klares Empfinden für die Bedeutung von Zeit hat. Dass also jede Operation immer mit Retention, also mit dem Seitenblick auf das, was gerade gelaufen ist, und mit einem Vorausblick auf das, was ansteht, auf die nächsten 2-3 Sekunden möglicher Bewusstseinsvorgänge arbeitet und dann im Weiteren natürlich erfahrungsinspirierte, theorieinspirierte Antizipationen hat und auch ein längerfristiges Gedächtnis. Aber immer in der Mitte der Zeit sozusagen operiert und dies quer zu der Unterscheidung zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz. Eine ziemlich komplizierte Theorieanlage. Wenn Sie das, und ich will hier nur noch eine Kleinigkeit anschließen, wenn Sie das so darstellen, dann sehen Sie plötzlich, wie flach Theorien geworden sind, die jetzt Sozialphänomenologie betreiben und eigentlich nur noch sagen, da gibt es etwas. Und als Empirie nur noch das Dagewesensein anbieten, gewisserweise. Man hat es gesehen und beschreibt es nun. Und die Phänologie rechtfertigt jetzt plötzlich ein deskriptives Verhalten zu Objekten. Das sind Phänomene, und da wir sie bewusst haben, muss es sie ja wohl irgendwo geben. Und die Genauigkeit der Beschreibung der Phänomene sichert uns dann methodisch ab gegen mögliche Bezweiflung der Phänomene. Andere können ja auch hingehen. Das hat sicherlich mit einem Transport der husserlschen Phänologie in die USA zu tun und war aber schon vorher bei Versuchen von Alfred Schütz mit der Motivstruktur Max Webers und Husserls Phänologie eine einheitliche Theorie zu bilden, war schon da angelegt. Es gibt also eine, man könnte das genauer zeigen, wie es zu dieser Vereinfachung gekommen ist. Aber wenn wir auf eine systemtheoretische Bewusstseinstheorie zurückgehen würden, könnten wir besser vielleicht sehen, welche theoretischen Grundentscheidungen einer Phänologie zugrunde liegen und die Husserl noch präsent hatte, die aber inzwischen einfach als vorhanden oder gegeben oder als nicht weiter interessant übergangen werden. Wenn man jetzt sieht, dass es eigentlich 2 Fälle gibt, in denen dieses operative Koppeln von Selbstreferenz und Fremdreferenz funktioniert, dann fragt sich natürlich, wieso gibt es nur diese beiden Fälle oder gibt es auch noch andere? Können wir zum Beispiel im Bereich der Biologie oder zumindest in der Neurologie, in der Neurophysiologie auch so etwas entdecken wie Selbstreferenz und Fremdreferenz? Ich möchte mich da nicht festlegen, denn das würde ja nun sehr genaue Erkenntnisse der Materie erfordern. Aber im Moment stelle ich mir vor, dass gerade die Differenz von Gehirn und Bewusstsein oder von zentralen Nervensystem und phänomenal präsenten Bewusstsein darin liegt, dass über das Bewusstsein diese Differenz von Fremdreferenz und Selbstreferenz eingeführt wird, dass wir uns also im Bewusstsein zumindest einbilden, das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, sei irgendwo draußen. Während in dem reinen neurophysiologischen Ablauf dafür eigentlich keine Anhaltspunkte sind. Das ist nun wirklich geschlossen intern. Und auch das Bewusstsein ist immer durch die Kopplung mit Selbstreferenz intern und weiß, dass es intern ist. Und zum Glück ist es intern, denn das wäre ja schrecklich, wenn jeder in das Bewusstsein anderer einsteigen und da irgendwelche Gedanken hineindenken könnte oder Wahrnehmungen hinein wahrnehmen könnte. Das ist auch ein geschlossenes System, aber die Eigentümlichkeit scheint im Übergang, bei einer sehr formalen Beschreibung, in einem Übergang von purer operativer Geschlossenheit der Frequenzänderung, der quantitativen elektrischen Sprache
des neurophysiologischen Apparats zu einer Differenz von Selbstreferenz und Fremdreferenz zu sein, sodass diese Zentralunterscheidung überhaupt erst Bewusstsein konstituiert, natürlich auf der Grundlage von neurophysiologischen Korrelat. Ich will nicht behaupten, dass das jetzt irgendetwas ist, wozu man dann kein Gehirn mehr brauchte. Aber das Interessante ist, ob es jetzt nicht eine neue Reflexionsstufe, wie das oft dargestellt wird, ein Lernen des Lernens oder ein Koppeln des Koppelns oder so etwas, ist, sondern tatsächlich die Einführung einer entscheidenden Differenz. Wenn das so ist und wenn tatsächlich die operative Handhabung von Selbstreferenz und Fremdreferenz eine bestimmte Realitätssphäre auszeichnet, dann könnte man das Programm haben, das mit dem Sinnbegriff zu verbinden. Ich will das jetzt hier nur andeuten und komme in einem späteren Teil der Vorlesung auf den Begriff des Sinnes zurück. Im Moment ist es nur wichtig, dass es einige Anhaltspunkte dafür gibt, dass es in der phänomenalen Darstellung von Welt oder in den informativen Sinnbezügen von Kommunikation Muster oder Strukturen gibt, die wir als Sinn wahrnehmen und die sowohl für das Bewusstsein als auch für die Kommunikation verfügbar sind, wenn auch auf sehr verschiedenen operativen Grundlagen und mit Diskrepanzen, die wir uns zunächst einmal, wenn wir von Weltbeschreibungen sprachlicher Art ausgehen, nicht so ohne weiteres klar machen. Es ist also der Versuch, die Differenz zwischen Bewusstseinssystemen und sozialen Systemen hart zu machen, auf operativer Grundlage, und zugleich zu behaupten, dass es trotzdem noch Übereinstimmungen gibt, nämlich in dieser entscheidenden Leitdifferenz von Fremd selbst und in dem, was dann daraus an Sinnstrukturen entsteht. Aber ich will in diesem Punkt jetzt nicht zu sehr vorgreifen. Denn es gibt noch einen vierten Punkt, der uns wenigstens eine kurze Zeit beschäftigen soll. Das hatte ich schon angedeutet. Die Theorieanlage bei Spencer Brown enthält eine gut verdeckte Paradoxie, nämlich das Re-Entry selbst. Oder wenn man auf den Anfang des Kalküls, auf die erste Weisung, Draw a Distinction, Bezug nehmen will, die Tatsache, dass die Unterscheidung nur gezogen werden muss und nur gezogen wird, um eine Seite zu unterscheiden, sodass es zwei Komponenten gibt, Indication und Distinction, Bezeichnung und Unterscheidung, in jeder Unterscheidung. Unterscheidung enthält sich selbst, aber offensichtlich in einer sehr spezifischen Form, nämlich als Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung. Und nicht irgendwie groß oder klein oder was immer man sich an Unterscheidungen vorstellen kann. Und entsprechend wird man das Re-Entry der Form in die Form oder der Unterscheidung in die Unterscheidung oder der Differenz von System und Umwelt in das System auch wieder sehen müssen, dass von demselben zweimal die Rede ist. Die Unterscheidung tritt in das durch sie Unterschiedene wieder ein. Wieder eintreten. Ist sie nun dasselbe, was sie vorher war? Ist das, was vorher war, noch da? Oder verschwindet die erste Unterscheidung und wird zur zweiten? Und die Antwort ist, dass man hier eine Paradoxie vermuten darf. Dass also die Unterscheidung, die in sich selber wieder eintritt, dieselbe und zugleich nicht dieselbe ist. Und dass das der ganze Trick der Theorie ist, dass sozusagen ein operativ reiner, logischer Raum erzeugt wird zwischen zwei Aufhängern, die beide eigentlich paradox sind. Wie typisch bei Paradoxien kann man das auflösen und die paradoxe Formulierung hat eigentlich
wenig Sinn, wenn man nicht zugleich eine Überführungsformel hat, also eine Auflösungsformel des Paradoxes. Und ich denke, dass das in diesem Fall relativ leicht geschehen kann durch die Unterscheidung, die ein Beobachter macht, der unterscheiden kann, ob eine Unterscheidung als seine Unterscheidung des Systems und der Umwelt gemeint ist, eines anderen Systems, oder wenn er reflektiert, des eigenen Systems in einem früheren Zustand, oder ob er von der Unterscheidung, die im System selbst gemacht wird, spricht. Nochmal, der Beobachter kann zweimal auftreten, als Fremdbeobachter, der sieht, dass ein anderes System sich selbst beobachtet, oder als Selbstbeobachter, der eben dies genau tut, sich selber zu beobachten, sich auf sich selber zu beziehen, über sich selber etwas zu sagen. Und mit dieser Unterscheidung von externer und interner Beobachtung kann man die Paradoxie auflösen. Oder Logiker sagen manchmal entfalten. Das heißt, auf unterschiedliche Identitäten und auf unterschiedliche Perspektiven beziehen. Das ist ein logisch fragwürdiges, anrüchiges Verfahren, aber die Logiker selbst brauchen es ja auch ständig, sodass man sich insofern keine Vorwürfe einhandelt. Die Logiker entscheiden typischerweise Ebenen. Also wenn sie eine Paradoxie haben, dann nehmen sie eine andere Ebene, um die Paradoxie wieder aufzulösen, und dürfen dann die Frage nicht stellen, was eigentlich die Einheit der Differenz von Ebenen ist. Also man zerlegt eine Paradoxie, indem man einfach zwei Identitäten, Ebenen, Metaebene, untere Ebene, oder der externe Beobachter, der Selbstbeobachter, postuliert und das dann mit mehr oder weniger großer Plausibilität verkaufen kann oder auch fruchtbar machen kann, indem man zeigt, was man mit dieser Auflösestrategie an Phänomenen sichtbar machen kann, was die Theoriekonstruktion dann leistet, wenn sie zwischen interner und externer Beobachtung unterscheidet. Und genau dies, glaube ich, ist für soziologische Analysen, speziell also auf der Ebene von Gesellschaftstheorie, wichtig, dass man diese ganze Genealogie sieht. Den Formbegriff, das Reentry, die Paradoxie des Reentry, die Auflösung der Paradoxie durch Unterscheidung von Beobachtern. Denn nun kommen wir sozusagen selber dran. Wir sind jetzt externe Beobachter. Natürlich wissen wir auch, dass wir gesellschaftliche Existenzen sind, dass wir in einer bestimmten Zeit leben, Gehälter beziehen, Rentenerwartungen haben und so weiter. Oder auch Bücher gelesen haben, wo andere schon das meiste von dem geschrieben haben, was wir selber schreiben wollen. Es ist also, wir haben natürlich eine gesellschaftliche Existenz, aber wir können als Soziologen die Gesellschaft so betrachten, als ob es von außen wäre. Wir können also ungeachtet der Tatsache, dass wir selber kommunizieren müssen, um das anderen Leuten beizubringen, können wir sagen, wir beobachten die Gesellschaft und sehen jetzt, dass sich die Gesellschaft als ein sich selber beschreibendes System darstellt. Das hat zwei Seiten. Einerseits hat die Gesellschaft Fremdreferenzen. Sie spricht nicht nur über sich selbst, sondern normalerweise über irgendetwas, was nicht Kommunikation ist, sondern Thema der Kommunikation ist. Ich habe das, ohne diese ganze logische Genealogie zu erwähnen, in einem Büchlein über ökologische Kommunikation behandelt, wo ich davon ausgegangen bin, dass die ökologische Kommunikation eben nur Kommunikation ist, über ökologische Fragen. Und dass die soziologische Beschreibung eines kommunizierenden Systems die gesamte Aufregung über ökologische Probleme reduziert auf ein kommunikatives Phänomen. Schwimmen tote Fische im Rhein, das hätte ein Volkslied sein können, oder es ist heute also eine Alarmmeldung. Was damit erzeugt wird, ist
Ist klar, es hat bestimmte Anschlusserwartungen und die sind prospektiv manipulativ verfügbar. Aber es ist zunächst mal nur Kommunikation. Und alles, was in der Gesellschaft geschieht, ist wiederum nur Kommunikation. Und wir müssen auf alle Fälle als Soziologen unterscheiden können, über was geredet wird oder über was geschrieben, gedruckt, gefunkt wird auf der einen Seite und was tatsächlich der Fall ist, um zu sehen, dass bestimmte Themenschwerpunkte auch anders gewählt werden könnten. Damit will ich nicht sagen, um Gottes Willen nicht sagen, dass das zufällig ist, dass man ebenso gut alles anders machen könnte. Ich will auch nicht sagen, dass die ökologische Präoccupation der heutigen Gesellschaft reiner Zufall ist, eine Mode, die sich irgendwelche Journalisten ausgedacht haben. Nein, weit gefehlt. Aber wir müssen natürlich sehen, was die Gründe sind, aus denen unsere Gesellschaft innerhalb eines Kommunikationssystems auf solche Sachverhalte Bezug nimmt und das sozusagen präferenziell prozessiert. Und dann hat man auch den Zugang zu Fragen, spricht nun eigentlich nur die Presse darüber? Ist das nur ein Thema des Schulunterrichts, der Jugendgruppen oder reagiert die Wirtschaft inzwischen darauf? Also wer kommuniziert von den drei Systemen über solche Themen und mit welchen internen Folgen? Und das ist eigentlich das soziologisch Interessante am Thema und nicht die, ja, soll ich sagen, Totheit der toten Fische selber. Und genauso könnte man von hier aus mit dieser Doppelperspektive die Ideologiehaftigkeit der Selbstbeschreibung in der Gesellschaft behandeln. Also wieso beschreibt eine Gesellschaft sich als kapitalistisch 19. bis 20. Jahrhundert oder als patriotisch zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts? Wieso werden bestimmte Schemata Gesellschaft, Gemeinschaft, Individuum, Kollektivum zu bestimmten Zeiten bevorzugt und nachher wieder vernachlässigt? Wieso kommt es zu solchen Vorstellungen wie Moderne oder Postmoderne? Wieso wird das Schema Tradition modern verwendet zur Darstellung der Gesellschaft? Wir können also immer noch als Soziologen in der Posture, in der Attitüde eines Fremdbeobachters, der wir natürlich nie wirklich sind, fragen, wie kommt es, dass Systeme eine bestimmte Selbstbeschreibung präferieren? Wir kommen da auf die soziologische Tradition der Ideologiekritik oder auch der Wissenssoziologie oder der historisch-sozialen Semantik, Typ Koselleck, zurück, haben aber jetzt für diese Position mehr Theoriesicherheit, als man sie hatte, als man zum Beispiel eine freischwebende Intelligenz im Sinne von Mannheim voraussetzte. Oder als man die Art, wie eine kapitalistische Gesellschaft sich selber beobachtet über Adam Smith und Ricardo, Marktgesetze, Profitraten und dergleichen, dass man da wirklich nur aus der Position des Kapitalisten heraus argumentieren und alles andere vernachlässigen konnte. Oder mit freudianischen Komplexen arbeiten musste und was immer es so gegeben hat. Wir würden von der Soziologie der sich selbst beschreibenden Systeme, der Systeme, die immer Selbstreferenz und Fremdreferenz koppeln und dies immer selektiv tun, dies immer mit Bezug auf schon vorhandene Strukturen tun, immer mit Bezug auf eine historische Gegebenheit der Gesellschaft, gerade in diesem Moment, mit diesen Aktualitäten. Wir können also eine etwas distanziertere Haltung einnehmen und das beruht auf dieser Figur des Re-Entry. Gut, ich habe, wie ich sehe, die ganze Zeit gebraucht, um einen Abschnitt hinter mich zu bringen. In der nächsten Stunde werde ich über operative Geschlossenheit sprechen. Das ergibt sich quasi automatisch aus dem, was ich gesagt habe. Wenn man nämlich einen Operator hat, dann funktioniert dieser nur innerhalb des Systems und dann kommt man zu einer These operative Geschlossenheit des Systems.